Ja, mein Gott, ich bin richtig aufgeregt. Die Chefin hat mich heute Morgen angerufen. Schöner Eine Tag. Überraschung für mich. Ich bin gespannt. Ja, zum Glück wohne ich ja nicht weit weg von der Firma, ne? Ich kann ja hier um die Ecke. Die ist ja hier vorne, ne? Aber ich hab's ja nicht allzu weit. Ah, da hinten steht sie schon. Ich bin gespannt. Ach, da ist ja der Herr Hoxen Was, schon. Moment. Der wird sich freuen. Geh mal Der eben wird rüber. sich freuen. Ah, da hinten steht sie Ich schon. weiß ja noch gar nicht so richtig. Ich habe ihn zwar darauf Was sie sagt. angewiesen, aber er weiß ja Bin noch gar nicht, gespannt. was es angeht. Moin, Chefin. Guten Morgen, Herr Hoxton. Ich habe eine Überraschung für Sie. Ja. Wir haben ein neues Fahrzeug und das holen wir jetzt mal ab. Ehrlich? Ja, kommen Sie. Sie fahren und ich fahre dann den LKW wieder zurück. Lassen wir uns mal überraschen, was für ein neues Fahrzeug wir haben. Ja, ich bin gespannt. Ja, das Beste ist, unser Unternehmen zahlt keinen Pfennig dafür. Haben Sie denn schon, Das ist eine Sonderleistung für unseren letzten Bau, den ehrlich? wir gemacht haben. Haben Sie denn schon den Weg dahin irgendwie markiert? Sie gucken auf der Karte und es gibt doch nur den einen Fahrzeughändler. Also ich glaube, ich weiß noch, wo der ist. Da Ja. kann ich doch hinten über Kieswerk fahren, ne, oder? Ja, genau, Herr Hoxton. Okay, dann fahren wir mal dahin. Da bin ich ja mal gespannt. Ich erstmal, Herr Hoxton. Ich weiß nämlich auch noch nicht, welches Fahrzeug wir bekommen. Wissen Sie das auch noch nicht? Nein, ich habe nur den Anruf bekommen, dass ein kostenloses Fahrzeug unserer Firma zur Verfügung gestellt wird. Wir müssen den Vorarbeiter gleich ansprechen. Und der sagt uns dann, was für ein Fahrzeug das sein wird. Bin ich aber ganz schön neugierig jetzt gerade. Sehen Sie, das habe ich mir doch schon gedacht. Da bin ich auch mal gespannt. Und ich erst. Herr Hoxton, bleiben Sie auf der Fahrzeugseite von uns? Bin so aufgeregt, wissen Sie? Ja, sicher, aber bleiben Sie ruhig, Herr Hoxton. Ja, klar. Ich muss auch meine Ruhe ein bisschen. Ach, Prost. Ja, ich muss ja fahren, ich kann leider nicht. Genau, Sie dürfen nicht. Ja, wie haben wir. Oh, ich bin so aufgeregt, ne? Wir müssen gleich mit einem freundlichen Hub mal das Kieswerk grüßen. Jawohl. Und? Da vorne ist es. Genau. Kleiner Moment. Oh nee, ich muss ja Oh, da lang. Vorsicht, bleiben Sie auf der Straße. Naja, locker. Ah, ja. Herr Hoxton, bleiben Sie rechts. Wir sind nicht in England, Herr Hoxton. Ach, egal. Wir müssen dieses Fahrzeug auch behalten. So, ja, wir brauchen das ja auch. Genau. Ich weiß nicht, was wir kriegen. Ob wir einen Schwerlastkran kriegen oder ich habe keine Ahnung. Wir haben uns nur ein neues Fahrzeug verdient. Ein Stoppschild, ne? Wenn ich jetzt durchgefahren wäre, hätte es auch geknallt, Chefin. Ah ja, genau. Herr Hoxton, haben Sie aber Glück, dass der da gebremst hat. Hören Sie mal. Sie wissen, wo wir hin müssen? Ich glaube, ich muss jetzt hier links und dann muss ich wieder rechts. Kann das Genau. sein? Ja, sieht. Nee, ja, genau. Jetzt wieder rechts, genau, und dann die Ja, genau. Hier ist nächste ja der wieder links, Fahrzeughändler schon. genau. Da ist er ja schon auf der linken Seite. Genau. Ja. Sehr gut gemerkt, Herr Hobson. Sehr gut. Bin gespannt. Ja, ich bin auch gespannt, was es sein wird. Ob es nur ein Muldenkipper wird oder. Ja. Das kann ja alles sein, Ja, ne? gut, dann sparen wir uns natürlich immer den Kauf eines Containers, ne? Das stimmt. Jetzt schon mal den Blinker. Perfekt, Herr Hoxton. Perfekt. Bin gespannt. Wie gesagt, ich weiß selber nicht, welches Fahrzeug wir zur Verfügung gestellt bekommen. Es kostet uns keinen Cent. Das haben wir uns verdient durch den Bau des Hauses. Ah, okay. Der Besitzer war so So. glücklich. Ich will den jetzt mal hier ab. Ja, wir müssen mit dem Herrn da sprechen. So, Okay. ich guck mal, was für ein Dann Fahrzeug machen das Sie ist. mal, sprechen Sie mal mit dem. Hallo! Prost, Chefin. Prost!
soll mit ihnen sprechen. Ja. Ich sehe hier aber noch keins. Warten Sie mal. Vorarbeiter ansprechen. Neues Fahrzeug. Aber der Vorarbeiter ist doch bei uns am Hof, oder nicht? Nee. Da stand doch noch jemand. Auf dem Hof? Mhm. Ach, hören Sie auf. Na sicher. Müssen wir zurückfahren. Kommen Sie mit. Ehrlich? Ja. Habe ich meinen Mitarbeiter vergessen? Ja, wahrscheinlich. Kommen Sie rein. Wir fahren doch mal eben schnell zurück. Wo stand der denn? Weichen den jetzt. Was kann passieren? Ja, aber ich dachte, wir haben niemanden gesehen. Gucken, wo ich da lang komme, wenn ich hier lang fahre. Gucken, wo ich da lang komme, wenn ich hier lang fahre. Das ist sehr interessant, Ochsen. Ja, ich weiß. Hier kommen sie hin. Hier da. Wenn ich jetzt links fahre, komme ich dann auch hin zu uns dann aus? Ich glaube nicht. Nee, ne? Nee. Muss ich doch rechts fahren, scheiße. Ja, wir müssen rechts und wieder links und wieder rechts und wieder links fahren. Hätte ich Ihnen vielleicht sagen sollen mit dem Vorarbeiter, dann hätten wir können eine Schnellreise machen. Nee, dann haben wir den LKW nicht. Was steht denn dann hier? Nein. Können Sie sich mal, nein, können Sie nein, mal zum Fahrzeug machen, beamen lassen? Nein, wir machen das ordentlich. Ja, da denken Sie dran, da ist. Ist der Ihnen jetzt reingefahren? Nö. Nee. Glaub nicht. Haben Sie im Blinker gesetzt? Wir müssen hier rechts, ne? Aber ziemlich gerappelt. Das fährt uns hinterher, Herr Hobson. Sie sind wirklich nicht reingefahren. Nein, nein, nein. Ja, der fährt uns hinterher, ne? Ich glaube ja gar nicht, wie viel Platz da war. Ja. Fährt ihr immer noch hinterher? Ich guck mal. Ja. Das vielleicht Zivilpolizei ist, Herr Hoxton. Sie fahren mich ganz schöne Schlangenlinie hier. Ja, ich habe ja was getrunken. Ach, Herr Hoxton. Ein Körnchen, Mensch. Ja, aber das Körnchen, das sollten Sie dann vielleicht morgens trinken, wenn Sie noch nicht arbeiten. Ah. Arbeitet Ihr Bruder hier? Nein, nein, ach, wir haben schon so, wir machen schon so lange Geschäfte mit denen. Ach so, deshalb, ach, das ist sehr, sehr auf. Ja, ja, klar. Kann ich Sie eigentlich nochmal befragen? Passiert, Herr Hoxton. Stellen Sie mal das Fahrzeug wieder zurück. Machen Sie mal zurückstellen hier. Herr Hoxton, machen Sie mal zurückstellen des Fahrzeugs. Wie geht das denn? Ich stellen Sie sich keine... neben das Fahrzeug und machen zurückstellen. Wie neben das Fahrzeug stellen? Was und jetzt? Jetzt stellen Sie sich zurück. Stellen Sie das Fahrzeug zurück. Nee, ich kann nur einsteigen. Ich kann ja nicht zurückstellen. Wollen Sie mich jetzt... Ich kann ihn nicht zurückstellen. Ich kann nur einsteigen. Ja, Sie können das nur. Ich kann das nicht. Ich aber jetzt gar nicht. Herr Hoxton. Ja, mein Gott, da war der Baum im Weg. Herr Hoxton. Ja, was denn? Wieso können wir das jetzt hier nicht lassen? Ja, stellen Sie doch zurück. Das geht jetzt hier irgendwie. Fahrzeug, warten Sie mal. Kleinen Pritschenwagen. Wieso? Steigen Sie mal aus. So, jetzt müssen wir den irgendwie zurückstellen. Ah, lassen Sie doch die Kiste da stehen, Mann. Wie lassen Sie die Kiste doch da stehen? Nein, so können wir den nicht stehen lassen, Herr Hoxton. Ja, aber so kriegen wir den auch nicht wieder. Herr Hoxton.
Das klappt nicht. Ich krieg den so nicht. Ich krieg das so nicht hin. Das hat doch vorhin auch geklappt. Nee, das klappt nicht. Warten Sie mal, ich hol Hilfe. Warten Sie. Warten Sie. Warten Sie. Ich komm zu Ihnen. Das wäre super nett. Ich helfe Ihnen jetzt. Das kann mal passieren, also. Ich jetzt gerade. Unglaublich. Wahnsinn, ich versuche sie wieder umzukippen. Klappt nicht. Oh. Jetzt sind sie weg! Herr Hoxton, wo sind sie? Sie sind jetzt weg! Ich bin an der Firma, Herr Hoxton. Ja, ich komme da jetzt hin. Wo soll jetzt. Ach, da ist der Vorarbeiter. Jo, da steht einer. Hab ich doch gesagt. Hier muss ich quatschen. Soll ich sie abholen mit dem Bug? Nein, ich bin schon am Weg. Sagen Sie mal, Herr Hoxton, der Kipper, wo haben Sie den denn gelassen? Wieso? Der Kipper, der Dingens ist weg. Der Containertransporter ist weg. Komm jetzt. Ach da, ach so, funktioniert das. Ja. Oh. Haben Sie sich den Container ausgeliehen? Ah, ich wollte Ihnen helfen jetzt. Ach so, sind doch schon auf allem Weg entgegengekommen. Ne? Ja, ja. Und plötzlich waren Sie weg. Ja, ich habe den zurückgesetzt. Wie haben Sie das gemacht? Das geht. Hä? Es geht. Ja, wie denn? Herr Hoxton. Wie haben Sie das hingemacht? Indem Sie auf die Rückschritt-Taste drücken. Stehen Sie? Was ist das für eine Taste? Ja, oben rechts, die über der Return-Taste. Hä? Reden Sie mal Deutsch mit mir. Die Captain, na, wie heißt die denn da oben, die rechts? Unter der F12 da. Ach, die? Da kann man mich zurücksetzen? Ja, genau. Das ist hey, jetzt quatschen Sie mal mit dem Typen da. Ja, Sie möchten wissen, was wir für einen Wagen kriegen, ne? So. Hey Rocklady, ich habe gerade unseren Kontostand geschickt. Weißt du was? Ich denke, es wird Zeit, unseren Fuhrpark zu erweitern. Wie wär's, wenn du einen Abstecher zum Händler machst und mal schaust, ob der was Passendes für uns im Angebot hat? Das klingt doch gut. Hört sich gut an. Ich zeige dir auf der Karte, wo der Fahrzeughändler ist. Fahr am besten gleich vorbei und sprich mit Gerhard. Den kenne ich noch von früher. Der ist nicht zu übersehen, ein Bär von einem Mann. Ich sage ihm Bescheid, dass du kommst. Ja, dann schaue ich gleich mal nach, was der im Angebot hat. Okay, jetzt können wir da hinfahren. Jetzt können wir da hinfahren. Soll ich fahren? Ich fahre schon. Achso, Chefin? Ja? Prost. Prost. Ich bin in den Falschen eingestiegen. Ja, wir können auch mit dem fahren. Ich habe da kein Problem. Warte. Dann kommen Sie hier rein, wenn wir schon einmal da drin sind. Ja. Okay, go. Seit wann haben wir einen Vorarbeiter? Hier links, hier links, hier links, hier links. Warum? Ja, weil die Karte das so hergibt. Dann fahren Sie jetzt links. Links, links, links. Ein anderer Händler, Herr Hoxton. Anderer Händler? Ja, ein anderer Händler. Ein Spezialparkhändler. Gleich wieder links fahren. Was machen Sie denn? Fahren Sie jetzt links. Und dann wieder rechts. Oh, das wird interessant. Mal gucken, was der Gerd für uns hat.
Ja, das ist auch das Haus, da haben wir auch gemacht hier. Ja. Es ist schön in seiner Stadt, ne? Wenn man weiß, welche. Ja! Ja. Das ist normal. Sind Sie denn schon aufgeregt, Herr Hoxton? Ein bisschen. Okay. Ein bisschen aufgeregt. So, also, jetzt fahren wir gleich rechts raus. Sehen Sie das auf der Karte? Natürlich. Ah, okay. Ja, sicher. Gib nur den einen. Ja, sicher. Haben sie recht. Egal. Aber so haben wir dann wenigstens den vorgeschriebenen Weg nicht verlassen, ne? So sieht's aus. Deshalb, Prost. Na, Prost. Oh! Herr Hoxton, die Leitplanke, damit haben sie doch schon... Da kenne ich mich mit aus. Wie schnell dürfen Sie hier fahren? Wie schnell fahren Sie? Ich fahre 100. Mit dem LKW. Herr Hoxton, bitte nicht schon wieder die Bäume. Fahren Sie bitte ein bisschen langsamer. Was Sie da sagen? Das geht hier aber schneller als an dem Kieswerk vorbei, ne? Ja, finde ich auch. Jetzt kommen wir nach Fuchsberg. Haben Sie immer noch den Warnblinker an? Nee, nö. Kommen Sie denn da drauf? Sah so aus. Ich hab den normalen Blinker an. Ach so. Mann, Chefin. Ja, ich hatte es nur so gedacht. Ja, ich hab schon gemerkt. Aber wenn wir gleich den neuen Wagen abholen, ne, so glänzen und Schweiflack und so, dann, ne? Ja, was denn? Fahren Sie bitte vorsichtig zur Firma. Wir wissen auch nicht, was das für einer ist. Vielleicht brauchen Sie auch einen Spezialführerschein. Da glaube ich ja wohl weniger. Ich weiß nicht, was wir kriegen. Vielleicht kriegen wir auch einen Kran. Haben Sie schon mal einen Kran gefahren? Den Kran ist schlecht zu fahren. Bin schon gespannt, Chefin, jetzt mal ganz ehrlich. Ja, mal gucken, was der Gerd uns gleich anbietet. Alles rot. Wieso steht der da so komisch? Bei uns, sagen Sie mir das mal. Oh Mann, jetzt kommen die nicht weg. Der fährt aber nicht. Ja, jetzt. Die sind sehr aufgeregt, ich merke das schon. Was meinen Sie nur? So, dann spreche ich mal mit dem Gerd, mal gucken, was der für uns hat. Ja, da bin ich aber gespannt. Hi, Gerd. Hi. Ah, wen haben wir denn da? Du musst die Rocklady sein. Mein alter Freund Harper hat dich schon angemeldet. Wie geht's dem alten Halunken? Ich sag dir, du kommst genau richtig. Wir haben gerade ein paar feine Fahrzeuge reinbekommen. Da ist für jeden was dabei. Ah, ja, Prost, ne? Ja, Prost. Sie kennenzulernen. Harpe geht's gut, denke ich. Und ja, in der Tat, planen wir unseren Fuhrpark, um ein Fahrzeug zu erweitern. Um ein Fahrzeug? Na, das klingt doch zaghaft. Ich verkaufe dir eine ganze Flotte an besten und modernsten Baufahrzeugen und das zu einem Spottpreis. Nun mal langsam. Ich denke, eins sollte erstmal genügen. Der große Pritschenwagen mit Ladekran gefällt mir sehr gut. Kann ich verstehen, ist auch ganz feines Fahrzeug. Mit integriertem Ladekran geht das Auf- und Abladen von Paletten und dem anderen Kram, den man so braucht, wirklich ruckzuck. Ich mache dir ein gutes Angebot. Und wenn du ein Fahrzeug gekauft hast, dann kannst du es auf unserem firmeneigenen Testgelände ausprobieren. Ja, das ist doch gut zu wissen. Na, ich schaue mich mal noch ein wenig um. Mach das mal... Ah, bevor ich es vergesse, wenn du ein Fahrzeug irgendwann nicht mehr brauchst, weil es zu klein geworden ist oder der Platz auf dem Hof zu knapp wird, dann nehme ich es dir gerne ab. Für 75% vom Neupreis kannst du es bei mir gekaufte Fahrzeuge jederzeit wieder abgeben. Und nun halte ich nicht länger auf. Schau, ob du was Passendes findest. So.
dann gucken wir mal. Wir haben 200% Erfahrung gekriegt. Ja. Du 100%, ich 100 XP. Aber so ein Fahrzeug mit Ladekran wäre schon nicht schlecht. Dann brauchen wir nämlich den kleinen Bagger nicht mehr. Wir gucken mal eben. Abladen, meine ich. Ja. Also Sie tendieren dann zu dem Pritschenwagen mit Kran, ja? Ja, eigentlich schon, ja. Ich meine, ich kann ja noch mal, ich kann ja selber das Menü mal öffnen. Hm. Aber ich denke mal, dass der, dass das für uns das Beste wäre. Ja, Herr Hoxton, das ist meine Nummer 1, was Sie sagen, ist gesetzt. Ein, ja, ist einfacher zum Abladen, ne? Also Sie meinen nicht so ein, so ein Mobilkran oder sowas, das ist, können wir uns auch noch gar nicht leisten, ne? Nein, nein. Dann werde ich mal diesen Pritschenwagen mit dem Kran bestellen oder kaufen. Ja, gerne, gerne, gerne. Ja, gerne. Sind Sie damit einverstanden? Ja, auf Sie jeden Fall. Haben Sie damit Spaß? Ja, weil das hilft uns beim Abladen. Gut, dann werden wir uns den mal kaufen. Der hat 480 PS, einen reinen Sechszylinder und einen Common Rail Dieselmotor. Ist das okay für Sie? Ja, super, super. Gut, dann werden wir uns den mal kaufen für 85.000. Haben Sie gekauft? Ja. Dann lassen Sie mal gucken. Der müsste hier stehen. Ja, da steht er. Gucken Sie sich das an. Schauen Sie mal. Wow. Fahren Sie den nach Hause? Ich nehme dann den. Natürlich. Gut. Da ist doch mal ein Teil. Da kriegen wir auch viel mehr Material drauf, Chefin. Wenn Sie das sagen, Herr Hoxton. Wie mache ich den Blinker nochmal? Dann Vierachser. Soll ich auf Sie warten? Wie mache ich den Blinker nochmal, Herr Hoxton? Oben 3, 3 und 1. Ach, oben. Ich habe gerade eine rote Ampel. Wäre schon schön, wenn Sie warten würden. Sagen Sie mir Bescheid, wie ich losfahren kann. Guck mal eben nach hinten. Ja, ich muss mal eben an der Seite. Der Typ von der Post ist nicht in der Lage, an mir vorbeizufahren. Ach so. Junge, fahr doch vorbei! Ich fahr mal los, ja? Ja, ja, fahren Sie mal los. Fährt sich unser neuer Wagen gut? Oh ja, der geht schon gut ab. Ich würde sagen, wir machen noch so lange die Folge, bis wir am Firmengelände sind, nicht wahr? Ja, denke ich auch. Der fährt bei Rot hier. Ja, aber Sie nicht, Herr Hoxton. Denken Sie dran, ist unser neuestes Modell. Bauen Sie jetzt nur geradeaus durch den Tunnel, ne? Jawohl. Da ist aber schnell, der, Ihr Wagen. Ich komme gar nicht mit dem Absetzkipper hinterher. Mensch. Denken Sie dran, ne? Nicht zu schnell. Nicht, dass Sie den auch kaputt machen. Der hat mich 85.000 gekostet, der Hoxton. Was denn? Werden Sie nicht gleichmütig. Leichtmütig? Prost! Prost, Herr Hoxton! Prost! Was ist denn da hin? Zum Staudamm, wow. Müssen wir auch mal einen Staudamm bauen? Wäre nicht schlecht, ne? Dann wäre mein Auftrag. Ja, wäre Staudamm reparieren und Teile austauschen, ne? Ich darf ja gar nicht mit dem Handy bei der Fahrt. Ja. Krieg ich mal auf, ne, Herr Hoxton? Wir können da sogar den kleinen Bagger dranhängen.
Wo fahren Sie hin, Herr Hoxton? Auf unser Viergelände. Ach so. So, dann packe ich den mal in die Mitte, ne? Ja. Warten Sie. Man muss natürlich aufpassen, ne? Das ist ein Vierachser, ne? Ja. Der reagiert natürlich ganz anders. Ja, hervorragend. Ja, Herr Hoxton. Dann ja, danke schön. Ne? Also, sollen wir den mal eben ausprobieren, schnell noch? Was wollen wir? Nee, jetzt machen wir nichts mehr. Gucken Sie mal auf die Uhr. Ist schon spät. Sie haben schon Feierabend. Oh, okay. Das machen wir dann in der nächsten Folge, Herr Hoxton. Na gut, alles klar. Dann machen wir in der nächsten Folge. Also, bis dahin. Bis Feierabend. Ciao. Ciao.